das, wo das ein in dem Fall, was ist das, ein genauer Operator. Ja, Sie wissen für Vektoren, Sie wissen, oder vielleicht besprechen wir das danach, wie das funktioniert. Für Vektoren bekommen Sie das, also für den Vektor, das heißt, es ist xb ist gleich diese Matrix ux in der Darstellung von A. Gut, für Vektoren können Sie so machen, aber für Operatoren müssen Sie das sozusagen zweimal anwenden, einmal rechts und einmal links. Also was falsch gemacht wurde, ist das U-Kreuz hier nur einmal anzuwenden. So ist falsch. Was man machen muss, ich schreibe jetzt richtig gleich, ist U-Kreuz DU. Wir werden das danach besprechen. Und sonst bei der Aufgabe, bei der zweiten Aufgabe, war einigermaßen in Ordnung, nur vielleicht die letzten beiden Punkte waren relativ schwierig und oft wurden nicht gemacht. Und die dritte Aufgabe haben nur ganz wenige gemacht. Die werden wir heute besprechen. Gut. Fragen sonst? Allgemeine? Ah, vielleicht eine Sache, ja. Vielleicht haben Sie das gehört, am 28. Juni ist der Test von Wahrscheinlichkeitstheorie vorgesehen. Ich habe mit Professor von der Linden gesprochen, er hat mich gefragt, wie Sie das machen können. Der Punkt ist, dass er hat den USAL P1 reserviert, aber es geht schon schlecht, das zu verschieben, weil das ist sonst immer voll. Und was ich ihm vorgeschlagen habe, der Test wird, also die Klausur würde bis 2 dauern, das ist die für Wahrscheinlichkeitstheorie, dass Sie alle von der Gruppe, diese Gruppe, die 3 und auch die Gruppe 1, dass Sie alle die Übung im Mörsal, also hier machen, ab 15 Uhr. Also, dass Sie alle quasi zur Gruppe 4 kommen. Und Sie würden eh dann später kommen müssen um 16 Uhr für den Test. Dann würden Sie alle, also man kann einmal alle Gruppen gleichzeitig die Übung machen, weil was Sie interessiert, ist auch nicht wirklich vorrechnen, sondern sehen, wie man vorrechnet. Das wäre sozusagen unser Vorschlag, das so zu machen. Ich meine, natürlich, es ist ein bisschen blöd, wir haben an dem Tag sowohl Minitest als auch Klausur. Aber auf der anderen Seite, der Minitest ist zu verschieben, ist auch schwierig, weil das ist verknüpft mit der KFU und das ist... die andere Möglichkeit ist natürlich, dass wir die Übungen um 14 anfangen. Die dauern eh kürzer, die Übungen, wenn der Minitest da ist, also normalerweise nur 1 Stunde 10 Minuten. Aber ich nehme an, Sie wollen nach der Klausur ein bisschen eine Verschnaufpause haben. Das heißt, das ist wahrscheinlich die Lösung, die ich vorher gesagt habe. Das heißt, Sie kommen alle um 15 Uhr und die Übungen finden für alle um 15 Uhr statt. In diesem, das heißt, vielleicht die beste. Sie werden auch per E-Mail benachrichtigt. Also wenn irgendwas dagegen spricht, bitte möglichst schnell bei mir oder Professor von der Linden. Könnten wir dann den Test ein bisschen später schreiben? Bitte? Können wir dann den Test ein bisschen später schreiben, dass wir die Übung gut durchbringen können? Das letzte Mal war es ein bisschen eng mit dem letzten Beispiel. Ich meine, 5 oder 10 Minuten. Ich meine, wenn ich sehe, dass ich in Bedrängnis mit den Übungen komme, kann man schon 5 Minuten oder 10 Minuten. Nicht viel länger, aber so 5 oder 10 Minuten. Je nachdem, ich meine, es gab das letzte Mal war es schon ziemlich knapp. Es gab andere Male, wo dann noch schon kein knapp. Kommt auf an, was ich habe. Okay. Gut, dann fangen wir an, sonst kommen wir heute in Bedrängnis. Gut, gibt es Freiwillige? Nein, ja. Also wer hat, also die waren alle noch nicht dran? Sie schon? Nein. Ja, dann vielleicht kann man auch das sich ein bisschen aufteilen. Parallel, das Bessere, das nicht. Ja, dann machen wir, wer hat eine Münze oder einen Würfel? Ja, 1, 2, 3.
genau drei. Eins, zwei und drei. Ja, das auch gut, irgendwann. Ja, das muss nach unten natürlich. Es ist die 1. Der Name ist. Bitte? Vielleicht klappt es auch nicht. Sind A1 multipliziert mit A2 wird nur, das ist das kann man also das braucht man gar nicht auswählen, das fällt sowieso weg. Und das bleibt dann eben A1. Für zwei kann man sich auch überlegen, dass es für eins ist. Das wird mein Donnerstagsbecher. Auf Kantor. Das ergibt sich einfach aus, also wie die ja gegeben ist, mit A1 oder 2, wenn man die kennt, kann man die zusammen.
gibt es nicht nur die Drehung, sondern auch das komplex kollidiert. Ups. Ja, gut. Also ist es klar, so wenn Sie, ich meine, es ist die Regel, glaube ich, den Baumtext sind relativ, wenn man das ein bisschen übt, sind relativ intuitiv, dass wenn Sie ein Bar in ein Kett drehen, dann machen Sie einfach das semitische Konjugiert der entsprechende Matrix, was auch immer. Wenn Sie eins machen, dann machen eins Matrix, dann drehen Sie die Matrix um und dann muss man komplett. Das wird den Skalarprodukt dann auch schon kommen. Vielleicht machen Sie mal das Skalarprodukt B1, B2, dass man sieht, B1, B2, also alle machen wir nicht mehr. Komponentenerstellung der Kets in der B-Basis. Genau, wir starten. Das ist die Idee, die wir jetzt auch in den Faktor mitrechnen schon. Und dann stellt mal A1 da. Und das ist eben das ist A1. Und das gleiche machen wir mit A2. Will Sie vielleicht unterbrechen. Ich zeige Ihnen, dass das fast natürlich, wie das rauskommt. Nur gebe ich Ihnen ein bisschen schneller Vorgang, weil dieser Vorgang würde, nehmen Sie an, Sie haben 10 davon, dann würde es ja lange dauern. Was Sie hier gemacht haben, im Grunde genommen, ist die Transformation zwischen B und A. Sie haben, was weiß ich, die Vektoren zwischen B und A, das ist auch die Matrix U, die Sie danach berechnen, ist durch eine Matrix U dargestellt. Und Sie haben, was Sie hier machen, ist im Grunde genommen die Matrix U invertieren. Aber man kann ausnutzen, dass diese Transformation eine unitäre Transformation, das heißt, man kann auch den hermitisch konjugiert machen, das ist einfacher als die Inversion von einer Matrix. Gut. Das machen wir nicht explizit, aber das ist äquivalent und es ist ein allgemeiner, sagen wir, Trick oder Anwendung, die Sie machen können. Was Sie wollen, ist A1 zu bestimmen, zum Beispiel, und A2 auch, aber in der Basis B. Wir benutzen die Tatsache, das ist allgemein, das werden Sie öfter verwenden, ich glaube auch in anderen Übungen kommt das vor, zum Beispiel in der nächsten, die Identität. Und diese Bracket-Notation ist nützlich, auf die Identität irgendwo überall einzuschieben. Und im Allgemeinen, Identität hat die Form für eine Basis an, Summe über n, an, an, beziehungsweise ist dasselbe, wenn die Basis orthonormal ist, das gilt für eine orthonormale Basis, beziehungsweise Summe über n, bn, bn. Gut, das gilt für beliebige orthonormale Basis, das ist ganz nützlich, das in manchen Aspekten ist nützlich zu verwenden. Gut, jetzt wir benutzen diese Identität hier und wenn wir auf 1 an, das heißt ich mache Summe über n
BN. BN A1. Gut, machen das da unten. Jetzt, das bedeutet B1, B1 A1 plus B2, B2 A1. Sie sehen, was ich gemacht habe. Das ist einmal der erste Term, das ist einmal der zweite Term. Wenn das an ein Vektor multipliziert wird, der klebt da auf. Und was wir bekommen, hier ist ein Skalarprodukt, den haben wir, entweder einer oder der andere. Na gut, hier noch nicht besteht hier irgendwo. Also das können eine von diesen Termen da oben. Also der Term hier, vielleicht können Sie das machen. B1 A1, Moment, wo steht der Ausdruck für B1? Gut, da steht vielleicht hier. Ne? Machen wir den Skalarprodukt, nach dem Skalarprodukt B1 A1. Was man, ja, genau, wir brauchen B1 nach, auf der anderen Seite. B1 A1 ist gleich, wir schreiben den B1 bar, das heißt, das 1 durch Wurzel 2 A1. A1 minus I A2 Skalarprodukt mit B1 mit A1, Entschuldigung, A1, das können Sie sofort ablesen, ist 1 durch Wurzel 2, das heißt das kommt 1 durch Wurzel 2 mal B1 plus, und hier brauchen wir B2 mit A1, B2 mit A1, da lassen Sie mir das, da ist dasselbe mit Plus und da kommt der 1, das heißt, es ist auch 1 durch Wurzel 2. Das heißt, wir haben noch Plus 1 durch Wurzel 2. Okay, Sie, da, auf diese Weise, vielleicht für eine 2x2-Matrix sieht man sofort, nicht sofort den großen Vorteil, aber Sie können sich schon vorstellen, dass es viel größer ist, dann brauchen Sie keine Inversion. Und dann entsprechend, ich schreibe Ihnen schon das Ergebnis für A2, entsprechen Sie A, mein dann jetzt A2 ist dann 1 durch, ja, 1 durch Wurzel 2 minus I B1 plus I B2. Dann schreibe ich Ihnen das Ergebnis, funktioniert genauso. Also das heißt, Sie schreiben A2, hier, vielleicht mache ich das darauf, Sie schreiben A2 hier und A2 fügen Sie Identität ein, A2 und dann machen Sie dasselbe mit A2. Das heißt, Sie haben die gleiche Formel, nur brauchen Sie B1 Skalarprodukt mit A2 und das ist minus I durch Wurzel 2, ja, das wäre dieser Skalarprodukt hier. Dieses Skalarprodukt hier B2 mit A2 ist I durch Wurzel. Soll ich das auch vielleicht einmal ausführlich machen? Also hier schreibe ich Ihnen die Ergebnisse der Skalarprodukte, die ich brauche, ist B1 A2, B1 A2 ist minus I mit Wurzel 2 und dann haben wir da B2. Nicht, dass ich da durcheinander. A, B1 A2 ist minus I durch Wurzel 2, B2 A2, B2 A2 ist I durch Wurzel 2. Okay. Ja, das macht man mit diesem Skalarprodukt. Okay, gut. Ja, sonst gehen wir Fragen dazu. Sonst gehen wir zu Punkt B.
Diese Formel haben Sie in der Vorlesung gemacht, oder? Bitte? Also, was, machen Sie das so fertig und dann vielleicht sage ich Ihnen auch. Da, es gibt immer hier alternative Methoden. Und dann hat man eben kommen gleich. Es kommt darauf an, was die richtige Definition ist. Das ist 1 durch 15, 2, 1. Ja, ich meine, der Unitäroperator. Und davon, welche Basis transformiert. Ich gebe Ihnen eine Alternative. Ich glaube, es ist richtig. Es kommt davon, welche Basis in welche Basis transformiert. Ich gebe Ihnen auch da eine alternative Form mit Hilfe von diesen. Also, was ich immer Probleme habe hier ist, soll das hier kommen oder umgekehrt? Weil ich habe zum Beispiel, ich glaube, in meiner Rechnung habe ich das da unten. Es kommt darauf an, ob man A in B oder B in A transformieren und so weiter und so fort. Und ich komme immer durcheinander. Das wäre dann natürlich, Sie haben jetzt zwei, dann hätten Sie A1, B2. Das wäre dasselbe zu sagen A1, B2, beziehungsweise A2, B1. Gut, wenn der Operator gefragt wird, also ich habe das so gemacht, Sie wollen, dass der Element BJ wird durch dieses Operator durch Anwendung dieses Operator auf AJ bekommen. Gut? Man kann sofort schreiben, was dieses Operator ist, wenn man das fordert, und das sind Basen. Schreiben Sie einfach Q ist Summe über I BI AI. Die Operatoren in dieser Form haben Sie schon gelernt, oder? Haben Sie die Operatoren, haben Sie Operatoren gemacht mit so den Bar, mit in den Barokettennotationen? Haben Sie die gemacht? Nicht, dass ich Ihnen zum Beispiel die Identität beibringen muss. Haben Sie das gemacht? Okay. Also die Operatoren, die schreibt man allgemein Operatoren schreibt man in einer Basis allgemein als Summe n m Matrixelement O, N, M, N, M, wo N und M, das sind eine komplette Basis. Das heißt, die Bar und Kett gedreht, also dass Sie sehen, dass diese an Vektoren angewandt werden. Gut, man kann die auch aber allgemein schreiben als Summe über beliebige Vektoren auf unterschiedlichen Basis, wie ich hier das beschrieben habe. Sie sehen, das ist nicht genau diese Form. Weil hier steht ein Vektor von einer Basis und hier steht ein Vektor von einer anderen Basis. Sie sehen aber sofort, wenn Sie das so schreiben, dass wenn Sie da anwenden, genau das machen. Weil wenn Sie da anwenden, vielleicht machen wir das mal, U angewandt auf AJ ist gleich Summe über I, BI, AI, AJ. Das gibt mir Delta J, das heißt, ich bekomme BJ. Gut, jetzt aber, wir wollen das, den Operator in diese Form schreiben. Gut, aber es ist nicht schwierig, wir schreiben einfach BI. Die BI stehen da irgendwo. B1 und B2. B1, was war jetzt? Also B1 und B2 sind 1 und Wurzel 2. Also, oder vielleicht machen wir, die stehen, die haben sie in den Zettel. Das heißt, ich schreibe jetzt U um, schreiben wir das explizit, ist gleich. B1, B1 ist 1 durch Wurzel 2 A1 plus I A2
mal, das ist B1. Hm? A1, ich nehme diese Formel plus dasselbe mit 2, 1 durch Wurzel 2, A1 minus I A2, das ist das B2, A2. Okay, ich habe das einfach umgeschrieben, wenn die B substituiert habe. Und jetzt, wenn Sie das entwickeln, ja, wenn Sie, was Sie entwickeln einfach das, ja, Sie können dann U schreiben als, das 1 durch Wurzel 2 nehme ich raus, 1 durch Wurzel 2, dann was haben wir? A1, A1, plus I, A2, A1, dann plus A1, A2, minus I, A2, A2. Okay? Und das wäre der Operator jetzt in einer Basis, in der Basis A. Gut. Ich würde sagen, für die C und E kommt eine von den beiden Kolleginnen. Das passt, also wir haben das anerkannt. Ich gebe Ihnen das wieder. Das ist ein bisschen das, wo, wie gesagt, ich normalerweise Schwierigkeiten habe, entweder ob man das so schreibt oder umgekehrt, dann muss man das Transponierte. Also entweder benutzt man ein Buch, wo diese Formel, ob es U transponiert und was ist U, ob so oder umgekehrt konsistent geschrieben werden und man benutzt die Notation. Sonst die Alternative, also, was ich mache, ist, und ich werde Ihnen das zeigen jetzt, wie das geht, noch einmal mit diesem Baumkettennotation. Mit diesem Baumkettennotation normalerweise sollten die, man vermeidet diese so, solche Probleme. Aber machen wir so, vielleicht machen wir, ich zeige Ihnen, wie das geht, aber das machen Sie aber, damit, wenn Sie sich die Aufgabe
die Aufgabe anwenden. Gut, also schreiben wir dann zuerst x in der Notation. Wenn x so aussieht als Matrix in der A-Basis, wie sieht er aus, wenn Sie das dann sagen wollen? In A? Ja, in A, das ist die A-Basis, das ist in der A-Basis. Sie haben das, das ist das Umgekehrte von der Aufgabe A. Also mein wenn das die, ja. Wenn da die Vektornormform. Schreiben Sie einfach das Vektor, das ist das Vektor x, schreiben Sie x einfach. A1, A2, plus A2, da kommt ein Koeffizient. Dann wird die Koeffizient. Gut, jetzt, was macht man am besten? Am besten würde ich sagen, machen Sie genau was, und ich sage Ihnen das noch einmal, multiplizieren Sie die Identität. Die Identität, ja, erinnern Sie die Identität aus, bitte? Also, der Summe. Ja, genau, für die Identität mit den Bs. Das heißt, wenn Sie Identität ist. Identität mit den Bs, mit den Bs. Weil wir wollen das in der B-Basis, deswegen brauchen wir Identität mit den Bs. Gut, und dann wenden Sie diese Identität an X an. Schreiben. Das geht an N ist 2, oder? Ja, genau. Also 1 plus 2 hier vorne. Okay.
dann eine allgemeine Regel zu herzuleiten. Haben wir noch Platz da unten, sonst hier Sie können das zusammenfassen. Oder was machen wir? Man kann das schon ein bisschen kürzer machen. Vielleicht schreibe ich das allgemein hier. Was wir haben, ist, dass x ist gleich Identität mal x. Gut, was natürlich trivial ist. Schreiben wir das explizit. In der Basis bi haben wir, das ist Summe über i. Bix. Gut, was können Sie von hier ablesen? Dass wenn Sie x in einer Matrixform schreiben wollen, Sie sehen, der Koeffizient von b1 ist b1 mal x. Der Koeffizient von b2 ist b2 mal x und so weiter. Das heißt, Sie schreiben hier, also hier ist b1, also in der ersten Zeile kommt der Koeffizient von b1, der zweiten b2, der Koeffizient von b2, das heißt b2 mal x. Das heißt, das ist zunächst mal die Vektornotation. Das ist genau, was Sie gemacht haben, aber sozusagen, ich wollte das vielleicht allgemeiner machen. Wenn Sie mehr Elemente haben, dann mit b3x und so weiter und so fort. Und jetzt, alles, was Sie machen müssen, ist diese Skalarprodukte zu berechnen. Vielleicht lassen wir das so und berechnen Sie direkt. Wir machen nur dieses Matrix-Element. Was ist dieses Matrix-Element B1? Also schreiben wir hier x noch einmal, also x war 1 durch Wurzel 2, A1 plus A2. Und jetzt, was wir berechnen wollen, ist B1x. B1 haben wir auch irgendwo auf dem Zettel. Berechnen, machen Sie hier dieses Skalarprodukt. Das B1 haben Sie das im Zettel, sonst habe ich das irgendwo hier. Wenn Sie das verwenden, machen wir es ganz gut. Das müssen Sie aber umdrehen. Sie wollen ja also sich der 1. Das heißt auch das I und alles. Wenn Sie sowas machen, wenn Sie ein bisschen Praktik haben, dann können Sie sofort sagen, wir nehmen nur die. So. Das heißt, Sie haben ein halb 1 minus. Das heißt jetzt, dieser Element hier ist ein halb A minus I, das schreibe ich schon hier. Ein halb nehmen wir raus. Ja. 1 minus I schreibe ich Ihnen den anderen, das funktioniert genauso. Darf ich den anderen? Funktioniert genauso, also Sie berechnen nur diesen Skalar. Vielleicht ist besser diese Regel als diese da was. Also Sie schreiben das, Identität, und dann haben Sie die allgemeine Regel, dass Sie das so schreiben. Und etwas Ähnliches werden wir für die nächste Übung machen. Da kommt ein 1 plus. Okay? Wie gesagt, wenn Sie können auch solche Formeln verwenden mit U. Aber dann müssen Sie aufpassen, dass Sie das richtige U nicht umgekehrt. Das heißt, entweder macht man sie einige eigene Notizen, die aber konsistent miteinander sind, oder man nimmt ein Buch, wo es konsistent gemacht wird. Weil manchmal ist das auch so, dass in unterschiedlichen Büchern unterschiedliche Notationen gibt. Am besten, Sie sehen hier, wenn Sie sowas machen, dann ist immer konsistent. Da können Sie nicht.
durcheinander. Gut, machen wir jetzt dieses, das D und ich leite das, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie auch mit U? Ja, nein, im Prinzip, also vielleicht sage ich Ihnen, im Prinzip noch einmal, DB ist irgendwas wie U, DA, U Kreuz. Oder vielleicht U Kreuz, DA, U, weiß ich nicht, je nachdem, was Sie für ein U verwendet haben. Deswegen sagen wir, machen wir das nicht so. Machen wir ähnlich wie, es ist so, wenn Sie hier auf diese Seite kommen, dasselbe U, die Sie da verwendet hätten. Aber wir wissen nicht, was das Richtige war, deswegen schreiben wir das mit der blauen Kettennote. Schreiben Sie, wie zuerst, die erste Aufgabe ist, dieser Operator zu schreiben, das ist nur diagonal, in der Darmkettennotation. Dadurch, dass es in der Basis A ist, erinnern Sie sich, wie man Operatoren schreibt, so, dann schreiben Sie vielleicht jetzt mit A. Übrigens, wenn Sie in der Bar- und Kettennotation schreiben, brauchen Sie dieses A nicht, weil wenn das eng von der Basis ab, was Sie da schreiben, steht schon hier, also das brauchen Sie nicht in der Basis zu schreiben. Gut, jetzt sage ich Ihnen, wie das geht, wenn Sie T in der B-Basis schreiben wollen. Das ist A in der T in der A-Basis. Was Sie machen müssen, ist auf beide Seiten Identität zu multiplizieren. Ja, das heißt, Sie schreiben Summe, das ist gleich, T ist gleich I, T, I. Okay. Da schreiben Sie Summe über, sagen wir, Alpha, B, Alpha, B, Alpha. Ich habe jetzt das allgemein, die Summe über N und N können wir nach vorne nehmen, das heißt O, also wir haben, was haben wir, AN, AM, dann haben wir noch B Beta, B Beta, natürlich, Sie müssen hier einen anderen Index haben und dann schreibe ich das ONM davor, da draußen. N. Gut. Alpha, N, M und Beta. Ja, Sie sehen, das ist einmal summiert über Alpha-Identität, das ist Identität summiert über Beta. Sie müssen, wie Sie wissen, wenn Sie eine Summe machen, unterschiedliche Indizes verwenden. Das ist AN und AM. Das heißt, jetzt schauen wir mal hier. Das sind zwei Skalarprodukte, das heißt, sind zwei Zahlen. Ja, das heißt, Sie können so zum Beispiel der Element, wenn Sie das letztendlich schreiben, als das wäre dann O in der Basis A. Jetzt das ist ja schon in der Basis A. Das wollen Sie schreiben als Summe über Alpha, Beta. Was haben wir gesagt? O, Alpha, Beta in der Basis B. B, Alpha, B, Beta. Und Sie können hier ablesen, was O, Alpha, Beta in der Basis B, das ist gleich dieses Skalarprodukt mal dieses Skalarprodukt mal ON. Das heißt, B, Alpha, AN,
Theta O N M in der Basis A. Natürlich das Ganze summiert über N und M davor. Gut, das ist die allgemeine Vorgehensweise. Jetzt machen wir das aber für den Fall haben wir nur zwei Terme, die ungleich Null sind. Wir machen das da unten. Also die einzigen zwei Terme, die hier vorkommen, sind O11 und O22. Das heißt, berechnen wir zum Beispiel das Element O in der Basis B1, nehmen wir einen, ja, und dann die anderen sind ähnlich, dann machen Sie das, indem Sie, erinnern Sie sich, jetzt die einzigen nicht verschwindenden Elemente sind O, O, A, 1, 1, das ist 1, und O, A, 2, 2, das ist 1. Also wir wollen O, 1, 1, das heißt, wir setzen hier B1 und hier B1. In dem speziellen Fall ist nur N gleich. Genau, dann wollen wir das auch mit A2 plus, wir müssen plus. Moment, nein, da kommt D1. Da kommt D1, weil wir wollen das mit D1 da. Das heißt richtig, und dann noch einmal. Und dann mit einem Minus. Gut, das heißt jetzt, wo die jetzt diese Skalarprodukte, die sparen wir uns, ich gebe Ihnen das Ergebnis. O12. Also wir haben die B. O12 bedeutet, dass wir hier B1 haben. Dazwischen haben wir dann haben wir einmal 1,1 oder 1,1. 1 zuerst. Also wir machen das mit N gleich 1 zuerst. 1. Das mal 1, weil das 1 ist. Und dann können Sie schon minus, weil der andere minus 1 ist, B1 A2. A2. Und das soll B1 B2, okay, diese Seite ist 1. Okay, und die anderen sind also der O21 ist auch, ich schreibe Ihnen das Ergebnis, O21 B ist auch 1 und O22 B ist 1. Gut. Gut, danke, das